Aussprache hat das Wort die Kollegin Dr. Astrid Freudenstein für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Als letzte Rednerin der Unionsfraktion in dieser Debatte darf ich mich der Würdigung noch ganz kurz anschließen. Liebe Frau Kollegin Brigitte Podmer, liebe Waltraud Wolf, seitens der Unionsfraktion allen Respekt, allen Dank für Ihre stets sachkundige und leidenschaftliche Mitarbeit, gerade auch in unserem Ausschuss. Es war auch dem Kollegen Schieberling gerade noch mal ein großes Bedürfnis, das kundzutun. Es war immer von dem Willen geprägt, gemeinsam zu Ergebnissen zu kommen. Vielen Dank und alles Gute für das, was nachher kommt bei Ihnen. Und als Rednerin der CSU möchte ich einfach auch noch mal mich dem Dank anschließen an Karl Schieberling. Tief verwurzelt in der katholischen Soziallehre wusste man bei dir immer, wo es lang geht. Du hast immer nach Kompromissen gesucht und solche auch gefunden. Es war vielleicht auch gar nicht immer so ganz leicht mit uns von der CSU, aber du gehst mit unserem allergrößten Respekt. Du wirst diesem Parlament als Mensch und als Politiker mit Sicherheit fehlen. Herzlichen Dank. Ich mache die Kehre zur sachgrundlosen Befristung, und schon der Begriff ist ja ein wirklich grauenhafter. Das klingt ja nach dem Gegenteil von Sachlichkeit und nach Gegenteil von Sachgrund, also so ein bisschen nach Willkür. Und diese Willkür wird ganz allein der Arbeitgeberseite zugeschrieben. Die sachgrundlose Befristung klingt so ein bisschen nach Manchester-Kapitalismus, nach Unterdrückung und nach Einseitigkeit, nach einem groben Ungleichgewicht der Kräfte. Und das mag es auch tatsächlich im Einzelfall so geben. Und wo es so etwas gibt, da ist es natürlich nicht in Ordnung. Und natürlich gibt es keinen Beschäftigten, der lieber einen befristeten als einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat, weil natürlich ein unbefristeter Arbeitsvertrag Sicherheit gibt, Planbarkeit gibt, gerade für junge Menschen, die zum Beispiel eine Familie gründen wollen. Aus diesen Gründen lässt sich natürlich mit befristeten Arbeitsverträgen gut Stimmung machen, auch gut Wahlkampf führen. Aber so ganz gerecht wird es der Sache eben trotzdem nicht. Und nach den Einlassungen der Kollegin Krellmann von der Linken vorher möchte ich doch noch einmal versuchen, das Bild aufzubrechen, dass Willkür nur auf Arbeitgeberseite herrschen kann. Es gibt, und das wissen wir doch alle, die wir auch mal im normalen Berufsleben waren, genauso Arbeitnehmer, die willkürlich mal blau machen, die willkürlich sich vor der Arbeit drücken und damit schlechte Stimmung ins Team bringen. Auch so etwas gibt es natürlich in der Arbeitswelt. Und deswegen, weil man auch aus Arbeitszeugnissen nicht immer nur schlau wird, ist natürlich auch jede Neueinstellung immer mit einem gewissen Risiko für den Arbeitgeber verbunden. Und wenn es da schwarze Schafe gibt unter den Arbeitnehmern, dann ist es auch menschlich nachvollziehbar für einen Arbeitgeber, dass er bei Neueinstellungen vorsichtig und manchmal vielleicht auch zu vorsichtig ist. Generell ist es aber so, und da meine ich, sind wir uns alle einig, dass es viele gute Gründe gibt, Arbeitsverhältnisse zu befristen. Es wurden einige Beispiele genannt. Eine Vertretung für eine Frau, die in Elternzeit ist, ist gut begründet. Auch die Arbeitsverhältnisse, die wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben, sind aus gutem Grund befristet. Nimmt man die Zahlen des IAB, dann haben zurzeit knapp 8% der Beschäftigten einen befristeten Arbeitsvertrag. Seit Jahren liegt die Befristungsquote deutlich unter 10%. Tatsächlich stellen wir zugleich einen Anstieg bei denen fest, die ohne sachlichen Grund einen befristeten Arbeitsvertrag unterschreiben müssen. Das sind vor allem Berufseinsteiger und Rückkehrer. Hier kann ich nur hoffen, dass der Arbeitsmarkt natürlich auch dahingehend einen Druck ausübt auf die Unternehmen, sich attraktiver darzustellen und mehr unbefristete Beschäftigungsverhältnisse anzubieten. Trotzdem ist es eben nicht so, wie hier manchmal suggeriert wird, dass die Befristungen völlig ausufern. Im europäischen Vergleich zum Beispiel stehen wir gar nicht so schlecht da. Wir liegen bei der Befristungsquote deutlich unter dem EU-Durchschnitt und bewegen uns im Vergleich zu anderen Mitgliedsländern im Mittelfeld. Dort kennt man noch ganz andere Zahlen. Zum Beispiel sind in Polen 24,3% der Beschäftigungsverhältnisse befristet, in Spanien 22,8%. Natürlich kann man bei diesen Vergleichen nicht immer niedrigere Befristung mit höherer Arbeitsplatzsicherheit gleichsetzen, weil der Kündigungsschutz
national sehr unterschiedlich geregelt ist. Auch wenn es um die Gleichstellung von Frauen und Männern geht, stehen wir im europäischen Vergleich ganz ordentlich da. In den allermeisten anderen Ländern sind die Befristungsquoten von Frauen noch deutlich höher als die von Männern. Deutschland zählt hier zu den Ländern mit den geringsten Unterschieden zwischen den Geschlechtern. Gerade im öffentlichen Dienst allerdings schaut es auf den ersten Blick nicht gut aus. Er hat eine höhere Befristungsquote als die Privatwirtschaft. Und da muss sich auch die SPD an der eigenen Nase fassen. Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz zum Beispiel stellt Lehrer seit Jahren ausschließlich fast nur noch befristet ein, als gäbe es in Rheinland-Pfalz künftig keine Kinder mehr. Aber auch hier lohnt ein zweiter Blick. Der überwiegende Teil der Befristungen ist im Bereich der Wissenschaft zu finden, im öffentlichen Dienst nach wie vor. Angehörige akademischer Berufe stellen die größte Gruppe unter den Befristungen. Aber auch hier haben wir mit der Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes am richtigen Punkt angesetzt. Die sachgrundlose Befristung wurde auf Beschäftigte begrenzt, die zu ihrer Qualifizierung beschäftigt sind. Und eine ganze Reihe weiterer Befristungsmöglichkeiten wurden gestrichen. Es zeichnet sich ab, dass sich hier an den Universitäten und Hochschulen unseres Landes eine Trendwende vollzieht. Allgemein betrachtet aber sind und bleiben befristete Arbeitsverhältnisse gerade für Berufsanfänger und Wiedereinsteiger ein wichtiges Modell. Für die meisten Berufseinsteiger ist es auch de facto nicht wirklich ein Problem, weil die allermeisten anschließend dann auch de facto in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse übernommen werden. Ich meine, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt keine Einbahnstraße sein darf. Wir fordern mehr Wahlfreiheit und mehr Rechte für Arbeitnehmer aus gutem Grund, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf voranzubringen, um ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Wir wollen aus diesem Grund auch den Arbeitgebern ein gewisses Maß an unbürokratischer Flexibilität erhalten und können aus diesem Grund dem Antrag der Linken nicht zustimmen. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Freudenstein. Ich schließe damit.